Hallo Leute und jetzt willkommen zu einem neuen Part von Frostpunk. So, im letzten Part haben wir die normale Kampagne durchgezockt und jetzt haben wir ein neues Szenario offen und zwar die Arche. Damit fangen wir jetzt auch an. Was heißt denn eigentlich das Szenario anpassen? Achso, ja, passt. Gut, zurück. Als die klügsten Köpfe Oxford und Cambridge wurden wir ausgeschickt, um Samen und Pflanzenproben von unschätzbarem Wert vor dem ewigen Winter zu retten. Werden wir in der Lage sein, die Saatgutarchen zu beschützen? Ja, ich denke schon. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir dazu in der Lage sind. Aber ich denke ja schon. Andererseits könnte es auch gut sein, dass ich es erst einmal aufs Erste wieder verkacke. So wie beim letzten Mal, bis ich weiß, wie der Hase läuft. Und dann, ja. Wenn es kein Essen gibt, werden die Menschen hungrig, verhungern und sterben. Ach nee. Krasse Scheiße. Ja, das mit der Unzufriedenheit, das haben wir ja schon mal erleben dürfen. Mit dem daraus folgenden Ende meiner Herrschaft. Das mit den Erfrierungen kennen wir auch schon. Ich denke mal, das meiste haben wir in der Hauptkampagne schon erleben dürfen. Na komm schon. Die Saatgutarchen. Ja komm, legen wir los. Okay, es ist windig. Fabrikpläne. Bla bla bla. Wir sollten eigentlich Automatonen einsetzen, um sicherzustellen, dass die Stadt unabhängig des Wetters funktioniert. Aber die Temperatur mit den Fabrikplänen wurden von einem Schneesturm erwischt. Wir müssen eine Signalstation errichten, um ein Suchteam. Okay. Beschütze die Sämlinge. Wir müssen sicherstellen, dass die Saatgutarten nicht erfrieren. Blablabla, alle Sämlinge und viele der tropischen Samen sind sehr kälteempfindlich. Wenn die Temperatur in einer der Saatgutarten zu lange unter Kühl fallen sollten, werden blablabla kaputt gehen. Okay. Ist hier schon kühl oder? Ist noch erträglich, alles klar. Okay, erträglich. Das Ding ist noch aus. Wie viele Leute haben wir? Wir haben 46 Leute. Ich mache mal ganz kurz Pause. Holzkisten, Kohlehaufen, haben wir irgendwo eine Kohlemine oder irgendwas, Stahltrümmer, okay, da hinten können wir dann ein Sägewerk hinstellen, habe ich keine Kohlemine, doch Kohlevorkommen und Eisenerzvorkommen. Das Baugebiet ist eigenartig, der Kringel hat mir besser gefallen. Gut, Kohlehaufen. Schicken wir mal 10 hin, das brauchen wir auch. Dann brauchen wir auf jeden Fall Holz. Dann brauchen wir auf jeden Fall Eisen. 46 ist echt eine komische Zahl. Und wie schaut's aus? Kohletechnisch. Passt. Momentan haben wir noch gar keine Kohle. Und ich denke mal, dass wir Häuser brauchen. 45 Stück. Ganz offensichtlich. So. Ich bin jemand, der sich gerne erstmal um Wohnungen kümmert. Keine Ahnung, ob das oldschool ist, aber gefällt mir irgendwie besser. Gut, Holz ist ausgegangen. Ach, wir haben sogar einen Automaton. Kann ich den schon auf irgendwas schicken? Komm. Du darfst schon mal Kohle sammeln. Okay. Temperatur ist noch bei minus 20 Grad. Die Saatgutarten. Ihr seid doch noch auf gute Temperatur, ja. Ja, das kriegen wir hin. Ich bin vorsichtig optimistisch. Forschen können wir ja noch nichts. Das will ich natürlich so schnell wie möglich
15 Holz, 5 Stahl. Das können wir sogar schon machen. Ich hoffe, ich habe Ingis. Habe ich dafür nicht Ingenieure gebraucht? So, und eine Hütte brauchen wir auf jeden Fall auch noch. Die kommt hier hin. So. Geht doch voran. Ach, das sind wahrscheinlich alles Ingenieure. Ja, das sind alles Ingenieure. Okay. Forschung. Signalstation. Damit fangen wir natürlich an. Und Heizung ist ausgefallen. Die ist nicht ausgefallen, ich habe sie nur noch nicht angemacht. Okay. Willst du dich jetzt schlafen, oder? Wieso ist das auf 0%? Der hatte sich gerade schlafen gelegt, oder was? Was hast du gerade getrieben? Und wo gehst du dich vor allem auffüllen? So, ich habe noch 5 Kaspelköpfe. Die könnten wir dann noch auf Holzkisten schicken. Ich glaube, das brauchen wir momentan am ehesten. Okay, der tankt sich da auf. Also schlecht, das ist ganz schön weit. Ganz schön weit weg. Kann ich eigentlich schon Sanitätsstation? Ja, kann ich. Okay, die Schicht ist eh bald. Die Schlafschicht ist eh bald fertig. Und okay, wir müssen noch ein bisschen warten, bis das erste Holz eintüdelt. So. Und so. Da ziehen wir dann die 5 ab. Die dürfen dann da rein. So schaut's aus. Das ist der große Masterplan. Okay, Signalstation erforscht. Nice. Bauen wir natürlich auch gleich. Ich glaube, die konnte ich auch irgendwo am Arsch der Welt hinstellen. Ich glaube, die hat keine Temperatur. Und danach Dampfzentrum. Brauchen wir auf jeden Fall. Weil dann können wir bei den Archen auf jeden Fall ein Dampfzentrum hinstellen und gut ist. Wie schaut es denn eigentlich mit Kohle aus? Ja, da sind wir momentan super dabei. Ihr dürftet hier mal bauen, Freunde. End of shift. Go rest all who can. So. Die hier ziehen wir ab und packen sie hier rein. Und hier brauche ich dann auch gleich welche. Okay. Ja, ich brauche erstmal Späher. Dafür brauche ich nochmal 5 Kaspelköpfe. Was? Sturm am Horizont. Ketten durch die funktionierenden Signalstationen können wir klar erkennen, wie sich der Sturm von Süden aus nähert. Auch wenn er noch immer ganz schön ein Stück entfernt ist, sollten wir ihn genau im Auge behalten und die entsprechende Infrastruktur herrichten, sodass die Arche beheizt werden, wenn es soweit ist. Hab ich vor. Hab ich vor, Freunde. So, wo ziehen wir was ab? Wir ziehen von dem Kohledingens was ab. Und go for it. So. Kohle sollte ja jetzt noch passen, oder? Ja, passt. Und dann so bald wie möglich halt weitere Automatonen bauen. Allerdings können wir gar nicht so viele bauen, weil ich nur 3 Dampfkerne habe. Gut. Legen wir los. Wir haben echt wenig Bevölkerung, muss ich sagen. Kann ich eigentlich ein Gesetz? Natürlich kann ich ein Gesetz. Ich glaube, ich glaube, die radikale Behandlung, oder? Oder war das der Friedhof? Na, radikale Behandlung. So. Ich glaube, das ist ganz gut.
Ja, grausam. Du mich auch. Dass sie sich immer beschweren müssen. Das ist der Klassiker. Immer am Meckern. Egal was man macht, immer ist irgendjemand am Meckern. Musste ich das echt erst erforschen? Es wirkt fast so. Nahrung und Gesundheit. Treibhaus. Es schaut fast so. Hä? Aha. Das mit den Nahrungsmitteln wundert mich gerade hart. Aber okay. Okay, bald wird's kalt. Bald wird's kalt, Leute. Holzkisten sind erschöpft. Das heißt, go for it. Bald brauche ich dann noch ein Sägewerk. Okay. Stahltrümmer erschöpft. Und Dampfzentrum erforscht. Perfekt. Allerdings wundert mich das mit... Normalerweise hatte ich doch hier die Jagdhütten, oder? Das wundert mich jetzt ein bisschen, ehrlich gesagt. So. Ich denke, hier ist das Ding ganz gut platziert. Hier. Mehr kann ich gerade nicht. Muss nur aufpassen, dass mir das mit der Kohle einen Strich durch die Rechnung macht. Aber ich denke, das sollte noch funktionieren. So, Kohlehaufen erschöpft. Welcher denn? So. Der ist angekommen. Stahl und Dampfkerne. Sehr schön. Kaputte Automaton. Na super. Ja, Rohstoffe nehmen einen Dampfkern und 30 Stahl. Ja, auf jeden Fall. Ich bring mir den Scheiß erstmal zurück. Ich bin jemand, ein Fan von. Bring zurück, was du hast. Gut. Forschungstechnisch. Nahrung, das wundert mich jetzt. Das wundert mich echt hart, Leute. Das wundert mich gerade gewaltig. Huh. Sägewerk oder Stahlwerk? Machen wir erstmal das Sägewerk. Und dann, wie schaut's mit Kohle aus? Ist noch okay, aber die Dinger sind auch noch nicht gebaut. Mann, sind die faul. Und... Hunger haben meine Leute auch. So. Und. Night is coming. Put down your tools. Ah, fuck. Reicht mir, glaube ich, nicht ganz für ein weiteres Dampfzentrum. Stahl. So. Okay. Stellen wir ein bisschen Ding her. Wie schaut's aus? Oh, Kohle geht jetzt tatsächlich dann allmählich zur Neige. Ein weiter Automaton wäre irgendwie nett. So. Du, mein Freund, darfst... Ah, das ist noch ein kaputter Automaton. Dammit. Ich bräuchte einen intakten und nicht einen kaputten. Weil ich glaube, bauen kann ich sie noch, nämlich noch nicht. Ich muss das erstmal erforschen. Da brauche ich ja ewig und 3 Tage zu. Holy moly. Und Leute finden es vielleicht auch nicht so einfach. Okay, geben wir ein bisschen Gas. Ein neues Gesetz. Überfüllung. Hear me, hear me. New law in the city. So.
Haben die Dinger hier jetzt eigentlich einen 24-Stunden-Modus? Ja, haben sie. Schaut es mit der Kohle aus? Nicht so gut. Nicht so gut, gefällt mir nicht so gut. Und mir geht die Kohle generell dann irgendwann mal jetzt aus, glaube ich. Da habe ich noch Holzkisten, da habe ich noch Holzkisten. Holzkisten, Kohlehaufen, da hätten wir noch einen. Okay, da müssen wir dann fast jemanden draufsetzen. Ey, Moment, Moment, Moment. Dampfzentrum. Hier gehört auf jeden Fall noch eins hin. Dann haben die, glaube ich, alle es kuschelig warm. Ihr dürft das jetzt bauen. Jetzt. Jetzt. Brace yourselves. Cold is coming. Weil ich glaube, jetzt wird es dann nämlich kühl drinnen. Ja. Und ich glaube, bei den anderen Sachen ist es erträglich. Ja, passt. Das waren doch nur die vier, oder? 1, 2, 3, 4. Da versteckt sich keine weitere. Nee. Okay. Hungrig sind sie wie Sau. Was ich dagegen tun soll, das weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Fabrikpläne finden. Vielleicht dann doch nochmal kurz. Also, wenn er hier ist, darf er da nochmal hin. Ein weiteres Team kann ich ja nicht. Nee, habe ich noch nicht erforscht. Okay. Apropos erforschen, die tun. Kohle, glaube ich, ist jetzt ein Problem, oder? Ja, Kohle ist ein Problem. Die Frage ist, wo ziehe ich was ab? 1, 2. 1, 2. Max. Immer noch nicht optimal. Vom Kohlehaufen brauche ich keine abziehen, um auf den Kohlehaufen zu tun. Ah, ziehen wir was von den Stahltrümmern ab. Hilft nichts. Wir nähern uns, wir nähern uns. Ja, muss ich halt auch noch von den Holzkisten was abziehen. Hilft nichts. Keine Ahnung, ob sich da jetzt irgendwas getan hat. Schaut nämlich irgendwie nicht so richtig danach aus. Okay, Sägewerk erforscht. Das ist schon mal gut. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Dann würde ich sehr gerne das hier als nächstes machen, weil dann kann ich... Kohleabbau. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist die Kohlemine, oder? Ich glaube, das ist sie, ja. Ich würde gerne auf das hier so schnell wie möglich gehen. Habe ich sonst noch irgendwas? Ne, ich glaube, das ist... Oder der Kohlegenerator. Ne, auf das hier. So. Ab in die Forschung rein und zack, schwuppsdiwupps, durch damit. Okay. Und ich brauche irgendwoher Essen. Das ist... Das weiß ich noch nicht so genau, wie ich das wuppen soll. Da bin ich tatsächlich noch ein bisschen... Da bin ich tatsächlich in Holzkisten erschöpft. Dammit. Okay, Kohle reicht immer noch nicht. Dann ziehen wir hier welche ab und packen hier welche drauf. So, jetzt solltest du aber... Jetzt haben wir die Sache wieder gewuppt. Jetzt haben wir die Sache wieder gewuppt. Alles klar. Rohnahrung und Holz. Mhm. Sehr schön. Und dann ab hierfür. 21 Stunden. Holy moly. Ich hoffe, ich kriege die Pläne für die Fabrik. Aber bis ich die erforscht habe, da vergehen ja Tage. Archie könnte erfrieren. Ja, Dampfzentren und sowas ist doch, das ist doch drauf, oder nicht? Oder? Ist doch drauf. Ich habe doch keine einzige, die auf kalt ist, oder? Nee. Vielleicht muss ich dann tatsächlich nur Heizungen erforschen. Kann ich da Heizungen auch noch aktivieren? Zusätzlich. Und diese verlängerten Schichten wären vielleicht auch eine Idee.
rein hypothetisch. Weil die arbeiten mir schon echt ein bisschen wenig. Okay, das läuft jetzt gut voran. Ja, die fressen mir hier die Haare vom Kopf. Und weiter geht's. So, meine Freunde, damit sind wir aber auch schon wieder am Ende des heutigen Parts. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video, schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.